Der Fachkräftemangel ist für die ostwestfälische Wirtschaft schon jetzt eine Herausforderung und wird sicher auch die nächsten Jahre eine Daueraufgabe bleiben. Wie finden Unternehmen die richtigen Bewerberinnen und Bewerber für ihre freien Stellen? Und andersrum, wie finde ich als Suchender den Arbeitsplatz, der zu mir passt? Genau da setzt das Projekt Passgenaue Besetzung an. Mein Name ist Thilo Sommer aus der Online-Redaktion der IHK Ostwestfalen und mein Gast ist heute Stefanie Wiedey. Sie leitet das Projekt Passgenaue Besetzung bei der IHK Ostwestfalen und ist jetzt zu Gast in O-Ton Wirtschaft. Frau Wiedey, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns heute was über das Projekt Passgenaue Besetzung erzählen. Ja, hallo Herr Sommer, gerne. Ich habe es gerade schon in der Einleitung angedeutet, worum es geht. Es geht darum, dass Unternehmen, auch in Ostwestfalen natürlich, Probleme haben, freie Stellen zu besetzen. Und Jugendliche auf der anderen Seite aus unterschiedlichsten Gründen Probleme haben, den passenden Ausbildungsplatz für sich zu finden. Und vielleicht zum Einstieg, worüber reden wir in der Praxis genau? Wie groß ist der Bedarf tatsächlich? Wie sieht da die Situation aus bei unseren Mitgliedsunternehmen? Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Wir haben hier Bilanz gezogen für das Jahr 2021. Insgesamt kann man sagen, Thema Fachkräftemangel ist nach wie vor ein großes Thema. Der nimmt leider aktuell noch zu. Die Lage am Ausbildungsmarkt aber, wofür ich ja überwiegend stehe, stabilisiert sich Gott sei Dank. Da haben wir eigentlich Gutes zu vermelden. Und zwar haben wir die Neueinträge im Rahmen der Ausbildungsverhältnisse in Industrie, Handel und Dienstleistungsberufen im Vorjahresvergleich zu 2020 haben wir ein Plus von 0,8%. Dabei sind die gewerblich-technischen Berufe mit einem Zusatz von 0,1% zu verbuchen. Und die kaufmännischen Berufsbilder sind hier sogar noch stärker. Die haben einen Anstieg um 1,2% auf zum Beispiel insgesamt 4.283 Neueintragungen. Also insgesamt ist da ein positiver Trend zu vermerken. Und vielleicht nochmal abschließend als interessante Zahlen. 2021 haben wir Neueintragungen im Rahmen der Ausbildungsverhältnisse insgesamt von 6.806 Ausbildungsverhältnissen. Vorjahresniveau 2019 hatten wir 7.717. Das ist natürlich noch etwas mehr. Da konnten wir noch nicht ganz dran anschließen an das Vor-Corona-Niveau. Aber wir sind da auf einem guten Weg und im Vergleich zum Vorjahr stehen wir gut da. In dem Projekttitel, da steckt ja schon eine ganze Menge drin. Vielleicht noch einmal so zur grundsätzlichen Erklärung. Was ist der Grundgedanke hinter der passgenauen Besetzung? Ja, also das Wort selber sagt schon einiges aus. Wir versuchen eben passgenau zu besetzen, das heißt zu matchen. Es geht hier im Rahmen dieses Fördermittelprojektes um die Unterstützung, vorrangig natürlich unserer Mitgliedsunternehmen, die sich gerne an uns wenden können, wenn sie eben aktuell nicht genügend oder nicht die richtigen Bewerber gefunden haben für freie Ausbildungsplätze. Und da unterstütze ich dann gerne. An der Stelle noch mal einmal, wer fördert dieses Projekt? Es handelt sich, wie gesagt, um ein Fördermittelprojekt. Das ist gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und vom ESF. Und die Beteiligung des ESF hat auch zur Folge, dass es hier wirklich konkret um die Unterstützung des Mittelstandes geht. Also KMU werden gefördert, kleine mittelständische Unternehmen, weil man hier eben besondere Hilfestellung geben möchte. Vielleicht so ein kleiner Blick in die Historie. Der Fachkräftemangel an sich ist ja nichts Neues und begleitet uns auch schon seit einigen Jahren. Wieso genau ist das Projekt denn überhaupt entstanden? Ja, ich glaube, man hat in der Vergangenheit gesehen, dass hier so ein bisschen Not am Mann ist. Das heißt, dass Unterstützungsbedarf gesehen wird, dass eben der Bewerber nicht unbedingt den Weg zum Unternehmen findet. Da macht die IHK ja einiges, auch im Rahmen der Berufsorientierung an Schulen, auch durch andere Fördermittelprojekte, wie zum Beispiel unsere Bildungsbotschafter, die präsent an den Schulen sind und für Ausbildungsberufe im Rahmen der dualen Berufsausbildung werben. Ja, und ich glaube, man hat durch Corona auch gesehen, dass in Zeiten, wo die Präsenz dieser ganzen Maßnahmen zur Berufsorientierung nicht so gegeben war wie zuvor, einfach jetzt auch eine Lücke entstanden ist. Und das ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir eben diese Berufsorientierung vornehmen. Und da setzt, glaube ich, auch die passgenaue Besetzung gut an, weil ich informiere ja nicht nur Unternehmen über geeignete Kandidaten, sondern bin ja auch Ansprechpartner für die Bewerber, bin ebenfalls teilweise an Schulen präsent,
versuche auf verschiedenen Kanälen auch Werbung zu machen, die jugendliche Zielgruppe anzusprechen. Ich weiß nicht, ob da später noch mal was zu kommt, kann ich gerne noch ausführen, was da alles angedacht ist. Und ja, von daher helfe ich gerne, die Kandidaten dem Unternehmen zuzuführen. Eine Verständnisfrage, die sich vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer stellen. Geht es denn grundsätzlich nur um Ausbildungsplätze oder um Stellen ganz allgemein, die ein Unternehmen zu besetzen hat? Ja, dieses Projekt ist jetzt wirklich fokussiert auf freie Ausbildungsstellen. Es wird konkret die Ausbildung unterstützt. Daneben gibt es noch einen weiteren Aspekt. Das ist die Integration von ausländischen Fach- und Führungskräften. Also wenn Sie Bedarf haben und möchten jetzt jemand aus dem Ausland hierher holen, kann man mich als Unternehmen auch gerne ansprechen. Dann kann ich diesen Prozess begleiten. Das ganze Thema hat so ein bisschen was zu tun mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Da gibt es dann auch Möglichkeiten im Rahmen des sogenannten beschleunigten Fachkräfteverfahrens. Das würde man im Einzelfall aber besprechen. Aus welchem Land kommt der Bewerber etc. Hier ist auch möglich, einen potenziellen Azubi aus dem Ausland zu gewinnen. Also da geht es nicht nur um Fachkräfte aus dem Ausland, sondern auch um Ausbildungsstellen. In der Praxis bisher nimmt das noch einen kleineren Teil ein. Der absolute Fokus im Moment ist hier vor Ort auf der Besetzung der Ausbildungsstellen. Aber das kann sich natürlich auch jederzeit noch ändern. Das ist ein Thema, was sicherlich auch in der Zukunft eine größere Rolle spielen kann. Sie haben eben schon die Partner vorgestellt, die das Projekt fördern. Dazu Erklärung, welche Auswirkungen hat das dann überhaupt auf das Projekt? Also den Schwerpunkt Mittelstand haben Sie erwähnt. Ja, also Fördermittelprojekt erstmal bedeutet für die, die da vielleicht nicht täglich mit zu tun haben, dass 70% dieser Stellen gefördert sind aus Bundesgeldern von eben dem angesprochenen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und von dem Europäischen Sozialfonds. Das heißt, die IHK ist hier mit 30% beteiligt. Das ist vielleicht für andere Häuser auch interessant, andere Kammern, andere Bildungsinstitutionen, wenn Sie dieses Thema im Hause anbieten wollen. Ich glaube, es ist wirklich eine große individuelle Unterstützung für die Mitgliedsunternehmen, für Unternehmer vor Ort. Und ja, da haben wir natürlich auch entsprechende Dokumentationen zu erledigen. Das, ich weiß nicht, ob das jetzt alles interessant ist. Ne? Wir haben natürlich unsere Berichte quartalsmäßig, halbjahresmäßig und jährlich abzugeben, dass das alles auch mit rechten Dingen zugeht, dass das alles nachgewiesen wird. Und ja, da haben wir schon ein bisschen Berichtssystem im Rahmen des Projektes. Aber ja, das macht ja auch Sinn, denn es geht ja auch um Bundesgelder. Unser Fokus liegt natürlich auf der IHK und unseren Mitgliedsunternehmen. Gibt es das Projekt dann ausschließlich an den IHKs? Beziehungsweise wie viele sind überhaupt dabei? Ist das deutschlandweit? Können Sie uns da was zu sagen? Ja, gerne. Das ist ein bundesweites Projekt tatsächlich. Ich habe mich mal versucht zu informieren auf der Seite des ZDH im Vorfeld heute. Also wir haben circa rund 140 Berater im Rahmen der passgenauen Besetzung, die aktuell tätig sind, bei knapp 100 Kammern und anderen Institutionen. Also es ist schon sehr häufig anzutreffen bei einer IHK. Das Thema ist aber genauso bei den Handwerkskammern im Einsatz oder auch bei einer Kreishandwerkerschaft oder vielleicht hier Standort Bielefeld, auch beim HBZ Brackwede, also bei Bildungseinrichtungen, Ausbildungsstätten. Ja, aber es ist auf jeden Fall immer auch eine Kammeraufgabe und gerade in unserer Region Nordrhein-Westfalen sind wirklich viele passgenaue Besetzer im Einsatz. Also manchmal stellt man fest, dass es in anderen Regionen nicht ganz so häufig ist. Die Tage hat mich eine Dame aus Bayern angerufen von einer IHK und hat sich erkundigt. Die sind auch gerade am Aufrüsten und planen das Projekt in Kürze, haben wir einen kleinen Erfahrungsaustausch gehalten. Und ja, dann sagte sie mir, dass in Bayern noch nicht ganz so viele passgenaue Besetzer am Start sind. Aber bei uns sind es wirklich etliche. Manche Kammern haben bis zu 3, 4 passgenaue Besetzer. Ja, das ist doch schön. Wer weiß, wer uns hier von wo auch immer zuhört, dann strahlen wir mit dem Podcast womöglich auch noch über ostwestfälische Grenzen hinaus. Jetzt haben wir viel über das Projekt gehört. Kommen wir so ein bisschen zum praktischen Teil, zu der konkreten Arbeit im Projekt. Also wir haben jetzt schon gelernt, es gibt zum einen die Unternehmen, die Ausbildungsplätze zu vergeben haben und zum anderen natürlich potenzielle Bewerberinnen und Bewerber, die auf der Suche nach eben jedem Ausbildungsplatz sind. Wenn wir zunächst bei den Unternehmen bleiben, wie kann ich denn überhaupt Bedarf anmelden und mitmachen? Genau, also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Die erste und einfache ist natürlich, sich direkt bei mir zu melden. Einfach gerne anrufen. Sie können ja auch die allgemeine Service-Hotline oder die Kollegen im Rahmen der Ausbildungsberater anrufen. Also mein Name ist, glaube ich, bekannt. Da finden Sie gerne den Weg per Telefon zu mir. Ansonsten haben wir auch eine offizielle E-Mail in dem Projekt.
Das ist passgenau, vom Stichwort passgenaue Besetzung, passgenau@ostwestfalen.ihk.de. Da können Sie mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Ja, ansonsten... Ja, das kann ich ja vielleicht einmal ergänzen. Ihre Kontaktdaten können wir natürlich in die Podcast-Beschreibung mit aufnehmen. Jeder, der das hört und denkt, da muss ich mal anrufen, findet dann da auch gleich die Telefonnummer. Also die Unternehmen, die sich dann bei Ihnen melden, da wird ja sicherlich, muss ja erstmal festgestellt werden, wer ist jetzt der passende Bewerber, wie sieht die passende Bewerberin aus? Wird dann eine Art Steckbrief erstellt oder wie geht das dann konkret vonstatten? Das kommt tatsächlich immer ganz darauf an, was das Unternehmen gerne möchte. Ich passe mich dann natürlich sehr gerne den Bedarfen der Firmen an. Das kann sein tatsächlich, dass wir ein Stellenanforderungsprofil gemeinsam erstellen, dass ich das in Absprache mit den mir gemeldeten Bedarfen erstelle und dass wir dann entsprechend auf die Suche gehen. Kann auch sein, dass mir genaue Ansage gemacht wird, das und das möchten wir gerne, das und das erwarten wir von unserem Azubi, in die und die Richtung könnte es gehen und ich suche nach geeigneten Bewerbern in meinem Bewerberpool und schlage dann diese Kandidaten vor. Es erfolgt natürlich auf der anderen Seite auch immer eine Absprache mit den Bewerbern, ob von der Entfernung, von der Branche und so weiter dieses Unternehmen auch als passend erachtet wird, weil es macht ja keinen Sinn, Bewerber vorzuschlagen, die vielleicht in dieses Unternehmen in diese Richtung gar nicht gehen möchten. Also da erfolgt natürlich immer eine Rücksprache. Ja, und dann bringe ich sozusagen beide Seiten zusammen und führe dann hoffentlich ein erfolgreiches Matching durch. Das war jetzt ein gutes Stichwort mit der Entfernung. Da stellt sich ja die Frage, grundsätzlich können ja auch Bewerber, die jetzt bei uns aus dem Kammerbezirk Ostwestfalen kommen, vielleicht eine Stelle in Niedersachsen interessant finden. Also Melle oder ist jetzt ja auch nicht weit weg zum Beispiel vom Kreis Gütersloh oder wenn wir Richtung Lippe schielen. Wie ist denn da überhaupt, wenn das jetzt grenzüberschreitend passiert, sind Sie dann auch noch zuständig oder wird dann kooperiert mit anderen IHKs? Wie funktioniert das? Ja. Sowohl als auch. Also grundsätzlich kann man sagen, ich bewege mich natürlich hier in unserer Region in Ostwestfalen. Das ist ja der Sinn, dass unsere IHK für unsere Mitgliedsunternehmen da ist. Das mache ich auch gerne. Es ist tatsächlich manchmal in der Praxis so, dass sich ein Kontakt ergibt zu einem Unternehmen zum Beispiel außerhalb meines Bezirkes. Da würde ich immer mit der IHK, der dort ansässigen IHK, Kontakt aufnehmen. Das läuft aber auch wirklich nur im Einzelfall. Dann tauscht man sich aus. Es gibt ja gerade umliegend, zum Beispiel bei der IHK Lippe, auch passgenaue Besetzung und so weiter. Dann spricht man sich mal ab. Das ist kein Problem. Und ich hatte es auch schon andersrum, dass ich Bewerber habe. Aktuell habe ich jemanden aus Bremen, der angefragt hat, der möchte umziehen aus privaten Gründen nach Bielefeld und sucht jetzt hier im Raum eine Ausbildung, ist aktuell noch in Bremen. Da haben wir jetzt das Beratungsgespräch entsprechend virtuell geführt. Und ja, dann geht das auch mal. Aber der Fokus liegt natürlich Bewerber aus Ostwestfalen und finden ihre Ausbildungsstelle bei einem Unternehmen in Ostwestfalen. Ja, spannend. Den Bewerberpool gibt es dann da als Pendant auch einen Unternehmenpool? Also sind die Unternehmen, die mal mitgemacht haben, bleiben die grundsätzlich in so einer Art Kartei da? Oder wie groß ist da vielleicht auch die Fluktuation bei den Stellen und bei den Unternehmen, die sie anbieten? Ja, genau. Also ich habe das Thema jetzt seit Januar frisch übernommen in 2022. Natürlich hat meine Kollegin, meine Vorgängerin hier auch fleißig gearbeitet und hat mir Daten überlassen. Natürlich gibt es Unternehmen, die vorher aktiv waren in der Beratung passgenauer Besetzung und die sich auch jetzt schon wieder bei mir gemeldet haben. Das habe ich im Januar schon gehabt, dass einige Unternehmen vorher das gerne angenommen haben, das Angebot, und auch jetzt wieder mit mir nutzen. Und wir lernen uns da gerade kennen und die Beratung bleibt sicherlich genauso erfolgreich, hoffe ich, wie vorher auch. Also ja, das läuft natürlich weiter. Darüber hinaus freue ich mich natürlich über jeden neuen Kontakt und versuche natürlich auch derzeit rege Werbung für meine Aufgabe hier zu machen, dass das noch sehr bekannt wird und dass viele Unternehmen gerne sich melden. Ja, da hoffen wir, dass der Podcast dabei helfen kann. Jetzt wechseln wir einmal die Perspektive und gehen zu den Ausbildungsplatzsuchenden. Also ist natürlich die erste Frage, gibt es da besondere Kriterien, wer überhaupt mitmachen kann oder ist das grundsätzlich für jeden offen? Ja, ich würde ja jetzt gerne sagen, es ist für jeden offen. Ganz so ist es nicht. Natürlich darf sich jeder von bis bewerben. Jeder, der sich für eine Ausbildung interessiert, egal welchen Alters, darf sich herzlich gerne bei mir melden. Eine kleine Einschränkung gibt es und die gibt es, weil es ein Schwesterprojekt im Rahmen der passgenauen Besetzung gibt und das sind die sogenannten Willkommenslotsen, die auch von der gleichen Leitstelle abhängen und vom gleichen Fördermittelgeber. Und da ist es so, die Willkommenslotsen richten sich zielgerichtet an Menschen mit Fluchthintergrund. Also Menschen, die aus dem Ausland
egal aus welchem Land im Rahmen des Asylantrages nach Deutschland eingereist sind und hierher geflohen sind. Da sind sehr viele rechtliche Themen zu beachten, sehr, sehr individuell, und da gibt es besonders geschulte Willkommenslotsen. Mein Projekt, die passgenaue Besetzung, zielt auf inländische deutsche Jugendliche ab, aber auch auf jeden Menschen, der hier wohnt, sozusagen aus dem Ausland kommt oder in Deutschland lebt und vielleicht ausländische Wurzeln hat. Das ist egal, natürlich gerne. Es darf nur nicht jemand mit Flucht sein, weil es dafür eben ein anderes passendes Angebot gibt. Anschlussfrage wäre dann, wie diejenigen, die sich dafür interessieren, mitmachen können. Über die Kontaktdaten haben wir gesprochen, die werden wir liefern. Aber gibt es vielleicht bestimmte Fristen, die ich einhalten muss, oder ist das ganzjährig zu jeder Zeit möglich? Ja, Fristen gibt es so erstmal nicht. Man kann sich natürlich ganzjährig melden. Ich bin natürlich ein Fan davon, wer eine Ausbildung dieses Jahr 2022 machen möchte, sollte sich vielleicht nicht erst kurz vor August bei mir melden. Machbar ist ja vieles, natürlich auch dann noch im Wege der Nachvermittlung, aber im eigenen Interesse ist da natürlich frühzeitiges Melden sinnvoll. Aber es gibt keine Fristen. Okay, dann kommen wir ganz konkret zu den Sachen, die so im Projekt anstehen. Also wie sieht die Arbeit aus mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Was passiert da? Auch das ist individuell. Das kommt auf den Bewerber an, was er benötigt und was er wünscht. Also es kann sein, dass man wirklich im Erstberatungsgespräch komplett Berufsorientierung vornimmt, weil vielleicht gerade nicht ganz klar ist, welcher Ausbildungsberuf passt zu mir, was entspricht meinen Interessen, was entspricht aber auch meinen eigenen Kompetenzen, was muss ich mitbringen, dass man da nochmal versucht herauszufinden, wo sind deine Stärken, wo sind deine Interessen, was ist wirklich passgenau sozusagen für dich. Da kann man dann auch einige Zeit drauf verwenden, da führen wir Gespräche, da muss man manchmal Sachen auch mal sacken lassen, nochmal für sich recherchieren, und dann spricht man erneut. Das ist ein Prozess, der kann auch mal etwas länger dauern. Wenn jetzt jemand schon genau weiß, ich möchte in die und die Branche oder in das und das Berufsbild, geht es natürlich etwas schneller. Manchmal hat man vielleicht kaufmännische Berufe noch zur Auswahl, dass man da noch ein bisschen schwankt. Dann spricht man eben über die Details oder Möglichkeiten. Und es gibt auch Bewerber, die tatsächlich zwischen 2 und 3 Berufsbildern, die sich in etwa ähneln, offen sind. So, und dann wäre das der Einstieg. Im weiteren Verlauf korrigiere ich auch Bewerbungsunterlagen. Das heißt, wenn die tipptopp sind, braucht man da nichts machen. Aber manchmal hat man vielleicht noch nicht so viele Bewerbungen geschrieben und freut sich, wenn jemand anders mit Erfahrung da drauf guckt und das Ganze nochmal optimiert, sowohl inhaltlich als auch manchmal formatmäßig. Ihre Zeit ist ja auch endlich, sprich, welche Kapazität haben Sie da eigentlich? Wie viel können Sie da so aufnehmen in dem Projekt? Ja, das wird sich zeigen in 2022. Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ich langweile mich nicht, muss ich sagen. Also bis jetzt ist da keine Vorgabe und ich habe auch eigentlich nicht vor, eine Vorgabe da zu machen. Ich lasse es mal auf mich zukommen und muss sonst gegebenenfalls mal die Terminlegung etwas anpassen. Okay, das ist gut. Aber das heißt ja, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, melden Sie sich gerne. Dann dazu, welche Berufe werden überhaupt angeboten? Also ist das wirklich von bis oder sind das dann schon eher so Exoten vielleicht, die einfach auch schwieriger zu vermitteln sind? Nein, es gibt auch da keine Beschränkung. Jeder, der eine Ausbildung machen möchte, kann sich sehr gerne bei mir als potenzieller Kandidat sozusagen melden. Ich bin da offen. Es ist für mich ja auch immer wieder spannend, mal sogenannte Exoten zu vermitteln, denn auch die Vermittlung gehört ja zum Projekt, ganz klar. Nicht nur sprechen, sondern auch dann konkrete Taten folgen lassen. Ja, also ich habe schon viel sehr beliebte Ausbildungsberufe. Ich will mal sagen, die Klassiker, so im kaufmännischen Bereich hatte ich wirklich jetzt schon einige Bewerber im Rahmen der Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, Industriekaufmann, Industriekauffrau, aber auch die Kauffrau oder der Kaufmann im Einzelhandel, Verkäufer waren schon einige bei mir jetzt im Januar. Mediengestalter, was ich persönlich ja auch einen tollen kreativen Beruf finde, hatte ich auch schon einige. Und natürlich im Bereich Mechatroniker gab es auch schon einige Anfragen. Kfz-Mechatroniker bisher noch nicht. Das ist ja auch ein sehr beliebter Ausbildungsberuf, habe ich im letzten Jahr festgestellt. Da hatte ich sehr viele Bewerber in einem anderen Thema. Bisher hatte ich jetzt hier Kfz-Bereich noch nicht. Kommt bestimmt noch, aber insgesamt vom Elektroniker-, Mechatroniker-Bereich war auch schon einiges dabei. Ja, und ansonsten, es kommen wöchentlich neue Bewerber, Interessenten dazu. Da lasse ich mich gerne überraschen und ich bin für alles offen. Und gerade auch andere Berufsbilder
vielleicht mal Kaufmann im Gesundheitswesen oder Kaufmann im Dialogmarketing oder, oder. Also da ist alles möglich. Wenn wir über den Ausbildungsbeginn reden, dann ist man ja ganz schnell, vor allem bei der Zielgruppe Schüler, die aktuell ja noch zur Schule gehen, vielleicht ihre Schule dann demnächst beenden. Welche Zielgruppen gibt es außerdem, die wir jetzt noch gar nicht so erwähnt haben, die das Projekt anspricht? Genau, die Schüler sind auf jeden Fall eine wichtige Gruppe. Daneben gibt es aber tatsächlich eine andere Gruppe von Interessenten, die schon immer da war und die jetzt vielleicht aufgrund der Pandemie noch verstärkt auftritt. Und zwar sind das die Studienzweifler, die Personen, die überlegen, ist das Studium wirklich der richtige Weg für mich oder bin ich doch vielleicht glücklicher in einer dualen Berufsausbildung? Und das war, wie gesagt, auch vorher schon immer ein Thema. Aber in Zeiten der Pandemie und in Zeiten des Online-Unterrichts, des Online-Studierens, ist es, glaube ich, für viele junge Menschen nochmal naheliegender, das Ganze zu überdenken. Weil es ist nicht für jeden was, online ein Studium durchzuziehen. Manche wünschen sich mehr Praxis, mehr ich sehe am Ende des Tages, was ich geschafft habe und wollen von der theoretischen Ausbildung weg. Die Zielgruppe wächst, haben Sie gerade schon gesagt. Mhm. Ist sie auch aus anderen Gründen einfach besonders interessant für Unternehmen? Ja, in der Tat. Viele Unternehmer nehmen gerne jemanden, der schon erste Studienerfahrung hat. Warum? Ja, vom Alter ist man schon ein bisschen weiter. Man ist schon vielleicht ein bisschen gefestigter als ein ganz junger Mensch, der frisch von der Schule kommt. Man hat schon erste Erfahrungen gesammelt, hat auch ein paar wenige Jahre Lebenserfahrung mehr. Und man hat sich schon Gedanken gemacht. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass jeder Studienabbrecher komplett seine Sparte wechselt. Also es kann auch sein, dass jemand, zum Beispiel hatte ich neulich den Fall, dass jemand IT studiert und dann aber sagt, ja, schön, spannender Bereich, aber ich möchte doch lieber eben praxismäßig tätig sein, lieber in die Ausbildung wechseln. Und der ist heute glücklich und ist in der Ausbildung zum Fachinformatiker, sowas. Oder man entdeckt wirklich einen ganz neuen Bereich. Aber die Unternehmen haben oft den Vorteil, dass diese Personen sehr genau wissen, was sie jetzt möchten, weil sie ja schon einmal einen Weg gegangen sind und festgestellt haben, dass das nicht der richtige war. Und dann überlegt man sich, glaube ich, sehr genau, was der nächste Schritt für die eigene berufliche Zukunft ist. Und das ist dann eben hoffentlich und oft der richtige Weg. Werden dann da in der Zusammenarbeit mit den Studienzweiflern andere Schwerpunkte gesetzt oder ist grundsätzlich sind das die gleichen Themen, die da beackert werden? Ja, auch da muss ich sagen, es hängt ein bisschen vom Bewerber ab. Also ich hatte neulich eine junge Dame, die tatsächlich noch nicht so genau wusste, welcher Ausbildungsberuf und welche Branche. Also sie wollte auf jeden Fall jetzt den Weg der Ausbildung beschreiten, das war klar. Aber da haben wir jetzt auch schon einen Weg gefunden, wir haben uns schon genähert, aber auch da kann eine Berufsorientierung nochmal der erste Schritt sein. Und andere Kandidaten wissen ganz genau, ich komme jetzt im Studium aus dem Bereich Elektro, ich möchte auch in den Bereich Elektro, daran halte ich fest, aber ich suche jetzt den richtigen Ausbildungsberuf für mich. Jetzt haben wir hoffentlich schon ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig gemacht und ich versuche Ihnen mal so eine kleine Zahl nicht unbedingt zu entlocken, aber die Frage natürlich, wie sehr lohnt sich das dann für mich als Unternehmen? Also können Sie eine Art Erfolgsversprechen geben? Ja, das wäre schön, dann gucke ich in meine Glaskugel. Nein, also ein Papier ausstellen, Erfolg garantiert, kann ich natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich ein sehr, sehr lohnendes Thema. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Die IHK Ostwestfalen bietet das Thema schon einige Jahre an. Und ich gehe davon aus, dass das auch bei mir sicherlich so sein wird. Und ich bin da auf jeden Fall optimistisch und sehr aktiv, dass das auch zu einem guten Ergebnis führen wird. Und sowohl die Unternehmen profitieren sicherlich von den Beratungsgesprächen. Man darf jetzt auch nicht vergessen, es ist nicht nur die klassische Vermittlung. Man kann mich gerne auch ansprechen für andere Themen. Thema Stellenanforderungsprofil wurde schon genannt. Also im Rahmen des Employer Branding kann ich sicherlich Tipps geben. Ich kann auch Plattformformate anbieten zur Bewerbung des eigenen Unternehmens oder des eigenen gesuchten Ausbildungsberufes. Auf Social Media zum Beispiel haben wir einen festen Insta-Talk live im Rahmen der passgenauen Besetzung, der in der Regel einmal monatlich stattfindet. Hier können sich interessierte Arbeitgeber gerne bei mir melden und können sich und ihren Betrieb kurz vorstellen. Das ist kein großer zeitlicher Aufwand und über Instagram erreicht man die jugendliche Zielgruppe sehr, sehr gut zum Beispiel. Mhm. Ja, also, und die Bewerber, vielleicht noch ein Wort zu den Bewerbern.
Die haben auf jeden Fall eine Orientierung durch meine Beratung und haben mit Sicherheit, das darf ich glaube ich sagen, nachher gute Bewerbungsunterlagen im Gepäck. Also ich hoffe ja, dass ich für jeden auch das Richtige finde, aber selbst wenn das im Einzelfall vielleicht mal dauern sollte oder nicht der Fall wäre, glaube ich, hat man immer was mitgenommen, wenn man bei uns die Beratung wahrgenommen hat. Ich greife mal die Live-Gespräche auf Instagram gleich auf, dann sind wir beim Bereich so Kontaktaufnahme und allgemein ja auch Werbung für das Projekt. Sie leiten das, wie gesagt, erst auch jetzt seit Januar 2022. Deswegen ist die Frage, wie war es vor Corona jetzt an Sie gerichtet, noch nicht so richtig möglich. Läuft dann alles rein digital jetzt zum Beispiel ab? Also Bewerbungsgespräche oder nicht Bewerbungsgespräche, aber wenn Sie dann in der Zusammenarbeit sind, läuft das alles digital ab? Nein. Alles nicht. Es ist grundsätzlich immer möglich, natürlich online und digital zu agieren. Das ist gar kein Problem. Manchmal ist es auch eine Zeitersparnis, wenn jetzt der Bewerber vielleicht sehr weit weg von der IHK in Bielefeld wohnt. Ostwestfalen ist ja so klein nicht. Dann bin ich auch gerne zu virtuellen Beratungsgesprächen bereit. Ansonsten führen wir natürlich auch Formate derzeit online durch. Sie hatten eben angesprochen, die Studienzweifler. Da gab es auch schon eine Veranstaltung mit den ortsansässigen Fachhochschulen und Universitäten zum Thema, was kann ich denn tun, wenn ich aktuell im Studium überlege, ob das noch das Richtige ist. Also das sind Online-Formate. InstaTalk Live ist natürlich auch online, aber ansonsten führe ich auch gerne persönliche Beratungen durch. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich einmal gesehen hat. Das ist für beide Seiten nicht verkehrt. Auf Seiten der jungen Bewerber ganz gut, um einfach vielleicht auch die ein oder andere Hemmung mal abzubauen im Kontakt mit uns. Und für mich auch schön, dass ich die Person einmal ja, persönlich kennenlernen kann. Sowas wie Ausbildungsmessen, die konnten zuletzt auch nur in digitaler Form stattfinden. Das wird ja hoffentlich auch bald wieder in Präsenz möglich sein. Dann die Hochschulen haben Sie gerade angesprochen, allgemein auch Schulen. Gibt es da Events? Ist sowas grundsätzlich auch geplant, beziehungsweise gehört das auch zu Ihren Aufgaben, dass Sie in den Schulen vor Ort dann auch sind? Ja, genau. Also mit den Ausbildungsmessen, das kann ich nur unterstreichen. Ich freue mich auch, wenn wir da wieder live vor Ort unsere Ansprechpartner begrüßen dürfen oder unsere Gäste begrüßen dürfen, auf jeden Fall. Da haben Sie recht, in der Vergangenheit war das nur digital möglich. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, im April habe ich auf jeden Fall von einer Schule schon einen Präsenztermin zweitägig. Da geht es wirklich darum, zu informieren, die Abschlussklassen eines Gymnasiums zum Beispiel an der Stelle im Raum Minden. Ja, also da ist Verschiedenes geplant und ich hoffe, dass wir im Frühjahr aufgrund vielleicht nachlassender Corona-Zahlen auch wieder mehr aktiv vor Ort sein können. Wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir es online und auch das ist eine gute Möglichkeit. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan und die Daumen sind natürlich gedrückt, dass das klappen kann, weil sicherlich ist dann Präsenz das einfach nochmal was anderes, als wenn ich mich dann nur am Bildschirm berieseln lasse, ohne dass das jetzt despektierlich klingen soll für die ganzen Angebote, die jetzt leider so gerade stattfinden müssen, aber doch der direkte Austausch mit den Schülern und Schülerinnen, das ist sicher dann auch nochmal eine schöne Abwechslung wieder. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir so zur Schlussrunde. Da hoffe ich doch, dass Sie vielleicht noch ein, zwei Tipps für uns haben, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerne direkt loslegen wollen. Wenn wir zunächst bei den Unternehmen bleiben, wie kann ich denn selbst jetzt das Stellenprofil gestalten oder auch vorbereiten, um von vornherein schon möglichst passgenaue Bewerberinnen und Bewerber zu finden bzw. erstmal anzusprechen? Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich jedes Unternehmen Gedanken macht, was ist eigentlich ja, unser Leitbild, unsere Unternehmenskultur. Die kann man nämlich auch in einer Stellenanzeige durchaus ja, präsentieren. Durch die Wortwahl, durch die Ansprache der jungen Bewerber kann man da was zum Ausdruck bringen. Und das ist, glaube ich, nicht unwichtig, dass es auch die richtige Zielgruppe dann anspricht. Und natürlich sollte man sich Gedanken machen, was genau erwarte ich denn von meinem Bewerber? Was ist denn bei uns im Hause das zentrale Thema? Was sind unsere Kunden, unsere Dienstleister, was auch immer, unsere Produkte? Und daraus ableitend würde ich dann entsprechend formulieren. Und dann die Gegenfrage natürlich, wie kann ich als Suchender mein eigenes Profil schärfen, vielleicht auch eigene Interessen feststellen, um den möglichst passgenauen Arbeitsplatz und halt auch Arbeitgeber für mich zu finden?
Ja, ich glaube, das hat viel damit zu tun, erstmal, dass ich mit mir selbst im Reinen bin, dass ich weiß, was ich mitbringe und was ich möchte. Und da gibt es natürlich zahlreiche Angebote auch drumherum. Auch regional kann man ja den einen oder anderen Berufsfindungstest mal machen. Man kann aber auch mal ins Gespräch gehen, vielleicht mit Familienmitgliedern oder aber auch mit Freunden, Lehrern, anderen Personen von außen, die mich kennen und wo man sich einfach mal ein Feedback abholt und das sich dann hoffentlich mit der eigenen Einschätzung auch deckt. Ansonsten natürlich immer gerne Praktika machen. Im Rahmen eines Praktikums kann man sehr schnell feststellen, ob dieser Bereich für mich passt, für mich interessant ist oder ob ich mir das ganz anders vorgestellt habe. Und dann bin ich schon wieder um eine Erfahrung reicher. Und ansonsten, klar, einfach zu uns kommen, mich fragen. Damit können wir doch sehr schön aufhören. Frau Wieder, ich bedanke mich für das angenehme Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt Passgenaue Besetzung. Herr Sommer, vielen Dank. Bis dann.